Ich weiß nicht, bist du schon mal so richtig beim, beim Blödsinn machen erwischt worden? Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und du siehst eine neue Questfolge von Star Stable Online. Und du siehst schon, ich bin hier auf der Sunfield Farm, weil Philipp hatte noch eine Quest für mich. Und ich möchte doch gerne wissen, was er noch von mir möchte, nachdem ja das mit dem Hühnergeheimnis eigentlich aufgeklärt ist. Dieser verdammte Locke, was hat er schon wieder angestellt? Er ist abgehauen. Dieser kleine Rabauke kann einfach nicht damit aufhören, den Leuten das Leben schwer zu machen. Wie kann er es wagen? Du musst ihn finden, Aida. Halt ihn auf, bevor er noch mehr Unfug anstellt und den Ruf unserer Familie in Verderben zieht. Was sollen wir nur tun? Warte. Du. Das Erste, was er versuchen wird, ist Isolde zu treffen. Reise zu Ido und Goldspur und warne sie davor, dass Locke auf freien Fuß ist. Sie muss Isolde in Sicherheit halten, bevor er sie findet. Oh, wenn ich diese kleine Ratte in die Finger kriege, wird er sofort ins Internat geschickt. Beeil dich, Aida. Reit zu Indu. Sprich mit Idun, Goldspur. Das mache ich. Und ich glaube immer noch nicht, dass Loke das mit den Hühnern war eigentlich. Ich glaube immer noch, dass das irgendwie Tristan und Isolde waren. Und ich weiß es noch nicht genau. Ich bin gespannt, wie sich das auflöst. Ich düse jetzt so schnell, wie ich mit meinem kleinen Ponychen düsen kann, zu den Goldspurs und schalte dich gleich wieder zu, sobald ich Loke gefunden habe. Loke habe ich nicht gefunden. Aber Tristan steht hier bei Idun und ich werde ihr einfach mal Bescheid sagen. Hallo Idun. Aida, schön, dass du gekommen bist. Isolde ist nicht da. Oh, die sind bestimmt zusammen durchgebrannt. Loke ist abgehauen? Diese Sunfields können wohl nicht richtig auf ihre Kinder Acht geben. Meine Kinder würden so etwas nie tun. Was haben diese Leute eigentlich für eine Moral? Er muss Isolde entführt haben. So muss es sein. Wenn ich ihn in die Finger kriege, werde ich ihm schon zeigen, was mit Feinden der Goldspurs geschieht. Warte nur, Loke. Du wirst es noch mit der Wut der Goldspurs zu tun bekommen. Warte. Was ist das denn? Hört sich an wie ein Huhn? Tristan, du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Was ist los? Aha, aha. Oh, wo ist es hin? Na, Tristan, hast du was zu sagen? Was? Man hat einen Huhn gesichtet? Wo ist es denn hergekommen? Warum ich so nervös wirke? Nein, ich bin doch nicht nervös. Aber jetzt müssen wir diesen verdammten Locke finden und ihn ins Gefängnis schicken. Warum klotzt ihr Hannibal und Alexander so an? Hört auf zu gackern! Das sind nicht meine Hühner? Wovon redet ihr? Hä? Hä? Na, 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 das ist ja merkwürdig. Hannibal? Wir haben einen ganzen Käfig voller Hühner oben im Silo gefunden. Wir wissen, was wir dort nicht spielen dürfen, aber wir haben ein paar Geräusche gehört. Und es ist einfach der perfekte Ort, um Verstecken zu spielen. Die Hühner sind lustig. Sie wollen auch Verstecken spielen. Deshalb haben wir sie freigelassen. Jetzt haben sie sich jedoch überall versteckt und wir finden sie nicht mehr. Wir haben jetzt Hunger und wir wollen jetzt nicht mehr spielen. Was gibt's zu essen, Mama? Wir wollen jetzt essen. Sollen wir die Hühner einsammeln? Nein. Warum denn? Das macht doch keinen Spaß. Das kannst du machen, Aida. Du bist doch so nicht gut beim Verstecken spielen. Essen, essen, essen! Finde alle Hühner. Gehe zu Fuß, wenn du eins fangen willst. Okay. Oh Gott, jetzt Hühner suchen. Auch noch. Na gut, ich schau mal. Hühner, Hühner, Hühner. Ich habe ja schon mal in dem Chat erzählt, ich bin ja... Oh,
Ich bin ja ein bisschen bammelig. Ich habe das auch mal... Nee, in dem Video war das, glaube ich. Ein bisschen bammelig. Ich muss langsam gehen. Ja, ich muss schneller sein, wenn ich es fangen will. Ach so, okay. Na gut, dass ich ja nicht so der große Hühnerfan bin. In Wirklichkeit würde ich keine Hühner fangen, weil ich mich ja nicht traue, die anzufassen. Ich mag Hühner, ich finde die knuffig, aber... Ups, ich habe einen Huhn gefangen. Aber ich traue mich immer nicht so. Aber hier fange ich jetzt die Hühner natürlich ein. Und wenn ich sie dann habe, dann gebe ich dir Bescheid. Das letzte freche Hühnchen ist geortet. Es ist da vorne. Es wird mir nicht entwischen. Es ist mir schon einmal entwischt. So, jetzt habe ich es aber. Haha. Und jetzt kann ich Tristan mal die Hühner zeigen und fragen, ob ihm die nicht irgendwie von den Sandfields bekannt vorkommen, oder? Mann. Also was hat er sich denn dabei gedacht? Vielleicht hat er es nur gut gemeint, aber Lügen haben kurze Beine. Irgendwann fliegt sowas immer auf. Ich weiß nicht, bist du schon mal so richtig beim Blödsinn machen erwischt worden? Ich glaube, jeder ist das, oder? Also bist du mal irgendwie erwischt worden und hast dann echt ein richtig schlechtes Gewissen gehabt? Oder hast du vielleicht irgendwas gebeichtet, was du mal ausgefressen hast, weil dich das Gewissen so geplagt hat? Mal gucken, was Tristan jetzt sagt. Warum ich schwitze? Ich glaube, ich werde krank. Oder ich bin gegen Hühner allergisch. Wir sehen uns. Ich muss mich jetzt hinlegen. Tschüss. Halt, ne? Was, Mama? Ob ich etwas über die Hühner weiß? Nein. Wie kommst du darauf? Das sind nicht die Hühner von der Sandfield Farm. Dort habe ich nur 6 Hühner genommen. Das hier sind nur 5. Oh, ups. Ich meinte, Locke hat gestohlen. Du klaust mir doch, Mama, deinem eigenen Sohn. Aber ich war's nicht. Mama, warum guckst du mich so gruselig an? Was? Wenn ich jetzt nicht zugebe, wirst du mich den Hass der Goldspur spüren lassen? Na gut, ich geb's zu. Ich habe die Hühner gestohlen. Aber dieser verdammte Locke hat doch meine Schwester in seinen Bann gezogen. Das durfte er doch nicht. Ich musste das Verhältnis beenden. Das verstehst du doch, oder? Du hattest ihm verboten, sie zu treffen. Deswegen wollte ich, dass alle glauben, dass er ein Dieb sei. Jetzt guckst du wieder so gruselig. Na gut, ich erzähl alles. Ich habe einen Knopf von Isoldes Bluse genommen und ihn beim Hühnerstall des Sandfields liegen lassen, als ich deren Hühner klaute. Alles hat geklappt wie geplant. Locke wurde beschuldigt und Isolde hat mit ihm Schluss gemacht. Es hat besser funktioniert als eigentlich geplant. Locke hat sogar zugegeben, die Hühner gestohlen zu haben. Er muss gedacht haben, dass es Isolde gewesen ist. So, Mama, jetzt habe ich alles erzählt. Jetzt ist doch alles wieder gut, oder? Nein? Strafe? Deinem eigenen Sohn? Bitte, Mama, bitte, bitte, bitte! Naja, wer nicht hören kann und wer seine Eltern anlügt, manchmal ist eine Strafe nötig, Tristan. Tristan, mein Sohn, du hast den Namen der Goldspur in den Schmutz gezogen. Du musst eine Strafe bekommen. Rechne damit. Jetzt will ich dich erst einmal nicht mehr sehen. Geh in dein Zimmer und bleibe dort. Jetzt! Ja, jetzt ist er wohl in seinem Zimmer. Oh, es war also nicht Loke, der die Hühner gestohlen hat. Es war mein eigener Sohn. Ich wage mir nicht vorzustellen, was passiert, wenn ich Angus davon erzähle. Es wäre wohl besser, das Ganze erst einmal geheim zu halten. Wir müssen Isolde und Loke finden, Aida. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir suchen sollen. Sie könnten überall sein. Hannibal und Alexander, was kichert ihr denn so? Wisst ihr etwa, wo sie sind? Hallo Alexander, renn mal nicht so weg. Alexander! Wir wissen, wo Isolde und Loke sind, aber wir werden es nicht verraten. Komm schon, bitte, Alexander. Hilfe! Mama, schaut sie so an! Wir wissen nicht, wo Isolde ist, aber sie hat sich ja in ihr Tagebuch geschrieben. Wir können natürlich nicht lesen, was dort drin steht, aber du könntest es vorlesen und wir dir dann sagen, wo es ist. Vielleicht machen wir das dann aber auch nicht. Hilfe, Mama! Wir haben Angst, wohin du so guckst. Nein, wir wollen nicht ohne Abendessen ins Bett. Wir erzählen alles. Gnade! Das Buch ist in der Kiste. Aida, kannst du es holen, sodass Mama nicht mehr sauer auf uns ist? Bitte! In der Kiste. Welche Kiste denn?
Wo ist denn hier eine Kiste wieder? Wo ist denn hier eine Kiste? Ist die hier? Ich geh mal hoch. Ups. Ach, das Seil muss ich nehmen, ne? Genau. Oh. Da vorne ist das Seil. Ich guck mal. Hallo, ist hier eine Kiste? Nee, sieht nicht danach aus. Ich find's hier cool auf dem Silo. Upsala. So, obwohl das hier bestimmt ziemlich staubig ist. Da kriegt man bestimmt nur schlecht Luft und ich bin nicht mal so ein Allergiker oder habe kein Asthma oder so. Nur Heuschnupfen habe ich leider. Das ist nicht so schön. Aber welche Kiste denn? Und warum holen die das nicht? Also, nee, hier ist nur der Kuhstall. Hier hat es auch nicht versteckt. Eine Kiste. Ich such mal die Kiste und schalte dich gleich wieder zu. Hier auf dem Dachboden. Ich hab's gefunden. Das funktioniert ja immer toll hier mit den Kurvenlaufen, mit den Charakteren. Stürzt man fast gar nicht ab. Wie oft ich da schon abgestürzt bin. Mal gucken, jetzt kommt man hier so... Naja, egal. Also da dürften die ruhig dran arbeiten noch an der Kurvenlage. Aber ich habe das Tagebuch gefunden. Sehr schön. Also, jetzt kann ich hier auch runterfallen. Jetzt ist egal. Und jetzt steige ich mal auf mein Pferd auf. Da ist die Kurvenlage nämlich um einiges besser. Naja, gut. Ich habe kein Pferd. Ich weiß, ich habe einen Pony. So, auf geht's. Ich soll das Tagebuch? Ach, ich kann doch nicht das Tagebuch meiner eigenen Tochter lesen. Es bleibt mir heute aber auch wirklich nichts anderes übrig. Hannibal und Alexander, mit sowas spaßt man nicht. Ihr geht jetzt erstmal essen. Kein Nachtisch für euch. Haut ab. Dann schauen wir doch mal. Aber die sind da noch. Guck mal. Ah, da steht was von einem Baumhaus im Grüntal. Aber nicht, wo genau es sich befindet. Das ist ein sehr großer Wald. Wir suchen also die Nadel im Heuhaufen. Warte mal. Warte, hier steht etwas Interessantes. Das Baumhaus ist so schön, obwohl es alt ist. Ich frage mich, wer es gebaut hat. So ein Glück, dass wir es gefunden haben. Wir fragten uns nur, wie wir es wiederfinden würden. Doch Luke entdeckte spezielle Büsche, die den ganzen Weg zum Baumhaus wachsen. Wären ihm nicht die Büsche mit den weißen Blüten aufgefallen, hätten wir es nie wiederfinden können. Jemand muss all das vor langer Zeit geplant haben. Jedes Mal, wenn ich zum Baumhaus reite, reite ich einfach den Weg zum Grüntal entlang, hinter der Pferdekoppel und suche nach dem ersten Busch. Dann ist es ganz einfach, zum Baumhaus zu gelangen. Sie muss die Koppel hinter unserer Mühle, hier unter der Mühle meinen. Ich verstehe jedoch nicht, was sie mit diesen speziellen Büschen meint. Es gibt doch keine Büsche mit weißen Blüten im Grüntal. Ach, was sollen wir denn jetzt machen, Aida? Das hat ja jetzt nicht so besonders geholfen. Was? Das ist genau, was dir noch gefehlt hat, um sie zu finden? Na gut, ich vertraue dir. Komm sofort wieder zurück, wenn du sie gefunden hast. Viel Erfolg! Alles klar, dann reite ich mal zu der Koppel und schaue mal nach den Büschen. Also die Koppel ist, ich weiß, wo ich... Ich glaube, ich weiß, welche Koppel und welchen Weg sie meint. Ich guck mal, ob ich da Büsche sehe mit weißen Blüten. Also, die Koppel unterhalb der Mühle. So, guck mal, die ist hier. Hier geht es nämlich rein in den Grünteil. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich hier irgendwo... Ah, da ist das Grünteil-Championat. Okay. Ich bräuchte hier... Reit mal hier lang und guck mal, ob ich weiße Büsche finde, oder? Den Weg entlang, weiße Büsche. Das sieht aus, als ob das hier, weißt du, das wird sicherlich ein Rennen eigentlich. Hallo, wer bist du denn, Morgana? Was machst du denn hier? Dich kenne ich ja noch gar nicht. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Ich gehe jetzt weiße Büsche suchen. Hier im Wald. Hallo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie reitet ja aber auf dem Weg. Ich reite jetzt ja hier quer durch die Walachutten. Hier bin ich ja bestimmt falsch.
Vermute ich mal. Und ich werde es wieder so machen, wie du es gewohnt bist. Ich suche Büsche, Obola, und zeig dir dann, wenn ich den ersten gefunden habe. Bis gleich. Also, hier ist ein Busch mit weißen Blüten. Tada! Ja, und jetzt gucke ich mal, ob ich noch mehr davon finde. Aber die sind nicht mal so orange. Also, weißt du, da vorne ist der nächste. Und da passiert gar nichts, wenn man da dran vorbeireitet. Ich muss jetzt wirklich ganz genau schauen. Das ist ein bisschen wie Schnitzeljagd. Jetzt, da ist ein Pferd. Cool. Aber ich brauche jetzt hier... Hallo. Das ist doch das Pferd von Star Stable, das Legendsy, oder wie heißt das? Hast du noch ein weißes Gebüsch gesehen, Pferd? Schade, da kann ich gar nichts mit machen. Cool. Aber ich suche ein weißes Gebüsch eigentlich. Kein Pferd. Jetzt war ich wieder abgelenkt, ne? Und ich guck mal, ich habe da bestimmt was übersehen. Warte, ich reite mal zurück, bevor ich mich nachher vollkommen im Wald verirre. Da, guck da. Von da, aber von da bin ich gekommen, oder? Das, oder nicht, oder doch? Da vorne ist ein weißes Gebüsch noch. Okay, ich hab's gesehen. Nee, das ist das erste gewesen. Ach Gott, ich laufe hier im Kreis. Also ich folge mal dem Gebüsch, was gar nicht so einfach ist. Wie du unschwer siehst, ich reite jetzt hier einfach mal weiter. Ich bleibe aber mal hier so ein bisschen auf dem Weg, oder? Und guck mal, ob ich hier was Gebüschiges noch finde. Ah, viel Weg ist hier ja nicht mehr. Ich sehe gar kein Gebüsch. Ich habe es bestimmt übersehen. Ich suche das mal. Bis gleich. Da war's doch. Gleich neben meiner Seite. Da oben ist ein Baumhaus, oder was? Guck mal, hier sind noch Büsche. Ich sehe aber gar keine Leiter. Was ist hier? Hau ab! Ein geheimes Versteck. Was machst du hier? Hast du nicht schon genug kaputt gemacht? Wir werden die Leiter nicht runterlassen. Du wirst auch nie die andere Leiter finden. Die haben wir nämlich versteckt. Au! Warum schlägst du mich, Isolde? Ich hab doch nicht verraten, dass wir sie auf der Klippe über dem grauen Tor versteckt haben. Au! Warum schlägst du mich? Sie wird doch den alten Druidenstein eh nie finden. Au! Finde die Leiter, die Loke und Isolde in der Nähe versteckt haben. Also selbst wenn ich die finde, kann ich die nicht transportieren, oder? Also, ich meine, der Baum ist hoch. Ist sehr hoch. Und eine Strickleiter kriege ich da ja nun nicht hochgeschmissen. Das wird nicht funktionieren. So, über dem Tor. Druidenstein. Ich kenne mich hier halt auch echt nicht aus. Also, das ist nicht so leicht jetzt hier. Oh, ein alter Baum. Wo bin ich denn nur? Aua. Du armes Ponylein. Das arme Ponylein will da nicht lang. Das weigert sich. Okay, dann reite ich mal hier lang. Was ist denn da unten? Ist hier unten etwas? Ich suche hier mal eine Leiter. Ah, da, guck mal. Ah, hier. Ah, da ist sie ja. Sehr gut. Mensch, 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 jetzt hat doch Tristan das zugegeben. Hätte ich ja mal hochrufen können, oder? Dass die Eltern jetzt wissen, dass das Tristan gewesen ist. Und dass sie vielleicht mal mit ihren Eltern reden sollten. Ich meine, die machen sich auch Sorgen. Mann, Mann, Mann. Und da vorne muss ich hin. Leiter. Du hast die Leiter gefunden? Na gut. Aber wir werden die Strickleiter einfach hochziehen. Also spielt es keine Rolle. Ich will doch nur reden. Bitte, Loke. Du willst nur reden? Was willst du denn? Was willst du? Tristan hat die Hühner gestohlen? Warum denn? Ich
weiß, dass er mich einfach schützen will. Aber er muss mir einfach vertrauen. Luke ist ein toller Kerl. Er würde mir nie etwas Schlechtes antun. Ach, Tristan ist so dumm. Warum interessiert es ihn überhaupt, mit wem ich mich treffe? Wissen denn alle, dass Luke unschuldig ist? Gut, wir haben schon großen Hunger. Es ist also schön, endlich wieder nach Hause zu können. Wir müssen nur erst packen, dann kommen wir. Gib Mama Bescheid und sag, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Aber du, Aida, versprich, dass du niemandem erzählst, wo das Baumhaus ist. Versprichst du das? Unsere Eltern dürfen das nie herausfinden. Hier können wir uns treffen, selbst wenn sie es verbieten. Klar, kein Problem. Ach, ist ja cool hier. Jetzt hängt die Strickleiter hier rum. Ich finde hier aber auch nie wieder her. Weiße Büsche. Okay. Aber ich reite mal zu Idun und sag ihr mal Bescheid, dass ich Isolde wiedergefunden habe. Und schalt dich dann natürlich da auch wieder zu. Bis gleich. Hallo, Idun. Hast du sie gefunden, Aida? Hurra! Es geht ihnen gut und sie kommen bald heim. Danke, Aida. Ich werde ein Willkommensfest vorbereiten. Ich muss mich beeilen, Aida. Du kannst später wieder. Alles klar. Dann war's das für diese Questfolge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass du dabei gewesen bist. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du auch zur nächsten Questfolge wieder mit am Start bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sag ciao, ciao, deine Damakash. Again, we'll stick together. Everything is alright.